Wer es hardcore mag, und da rede ich jetzt vom Training, nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Also es muss nicht immer viel Gewicht sein, weil allein schon die Spannung zu halten ist extrem schwer. Und hier geht es ja nicht auch um eine Übung, die ich nur mit 2, 3, 4, 5 Wiederholungen mache, oder? Die kann ich mal schon eine halbe Minute Gas geben. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Bauchmuskeltraining könnt ihr dann überall machen. Absolut. Und ich meine, es ist auch eine Sache für dich, wenn du unterwegs bist, Dreharbeiten etc., ja. Dann hat man vielleicht nicht immer Zeit, ins Fitnessstudio zu fahren. Ja. Wie oft die Woche trainierst du Bauch? Jedes Mal. Weil ich sage, doch, jedes Mal. Weil ich bin auch ein sehr großer Liebhaber, was viel Beintraining, schweres Kniebeugen, Ausfallschritte angeht. Wenn ich einen guten, starken Bauch habe, ist es immer der Vorteil für alle Druckbewegungen. Ob ich was auf dem Rücken habe, ob ich was von oben wegdrücke, ist mein Bauch stark, ist das schon mal eine solide. Ja, also du machst viele, gerade diese Core- und Rumpfübungen, genau. Machst du viel. Ist für mich jedes Warm-up.